So, meine sehr verehrten Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen. Du also bei YouTube jetzt zuschaust, sehr, sehr gerne, lass eine Bewertung da. Was wird das denn? Ah, nein. Achso, ich gehe mit dem lieber. Lehm holen und Stromkästen. Leitungen. Hopp. Also ich glaube, theoretisch müsste Essen jetzt da sein, ne? Da kam keine Meldung mehr, oder? Oder habt ihr noch Meldung, dass das Volk verhungert? Geht es von hier nicht. Wir befinden uns jetzt im ersten Monat immer noch. Und Leitungsbau setzen wir mal. Oh. Gleich mal zum Akku runter. Jetzt machen wir den Akku richtig voll gleich. Pass mal auf. Hopp. Lass mal hier wieder zumachen. Der blöde Blitzkomet oder was auch immer das gerade gewesen ist, hat nämlich hier schon mal für Unruhe gesorgt. Interessant. Das Sägewerk muss auch gewartet werden. Okay. Und das kannst du auch mit deinem Anhänger machen, ne? Das hoffe ich zumindest. Ich hole mal schnell noch meine Werkzeugkoffer, muss ich schnell noch holen hier. Nein, oh, ich fall runter. Ah! Ach nö. Also, ich stell gerade fest, wenn man hier richtig Kohle machen will mit dem Paket, ne? Da muss man wirklich auch Etagen bauen. Also, hier musst du ja wirklich die Stadt über die Stadt bauen. Ja, sonst wird's ein bisschen schwierig mit dem Platz auch. Alter, wie groß brauche ich denn das hier? Also die Legs. Oh nein! Das ist ja irre, wie groß eine Photovoltaikanlage ist. So viel Lehm kannst du ja gar nicht ranschleppen. Na, bietet sich vielleicht schon ein Fahrstuhl an bei der Ebene, wo du dann baust. Ja, das auf jeden Fall. So, Untergrund zu uneben. Ich gehe jetzt mal an die Stelle, wo er mir sagt, Superfarm ist noch im Weg. Ach, du dickes Ei. Da, alter Schwede. Ist doch krass. Na, dann werden wir die erstmal nur so verbinden. Beim Leitungsbausatz, ne? Von der Stromquelle zum Haus hin. So rum ist richtig, ne? Ja, zum Verbraucher halt. Zum Verbraucher, ja genau. Von der Stromquelle zum Verbraucher, okay. Hier, anscheinend ist das meiste Lava abgepumpt. Die Leitung. Bildeinbrüche. Und man kann ja auch die Energieleitung von einem Haus zum anderen einfach durchschleifen. Das ging auch, ne? Ja. Das müsste also jetzt gleich... Das hängt vom Gebäude ab. Es gibt welche, die lassen das nicht zu. Aber die Standardgebäude, glaube ich, alle. Okay, probiere ich das mal aus. Also von hier. Zack. Okay. Habe ich gemacht. Das nennt man dann ein Ringnetz aufbauen, nicht?
Maschennetz ist es noch nicht. So, jetzt gehen wir erstmal. Jetzt gehen wir erstmal los und holen hier erstmal Lehm. Das ist aber schon cool. Also man kann dann wirklich richtig ein Ringnetz aufbauen, man kann ein Maschennetz aufbauen. Wie man das am Ende will, ne? Oh, ja, ja, jetzt sind sie wieder da gleich. Ah, wieder weg. Mal so, mal so. Tag 2, Woche 4, Monat 1. Hä? Immer noch? Okay, also wir haben jetzt rausgefunden, man braucht die Stadtverwaltung und den Klebe. Und also eins von beiden reicht nicht. Also hör mal auf, die Kometen gehen mir auf den Sack. Das muss doch möglich sein. Die stellen wir aus, die Kometen. Gibt's da auch einen Blitzfänger dafür? Blitzschutz gegen Kometen oder so? Nicht hier, glaube ich. Wäre mir auch unbekannt. Können wir eine Glaskuppel rüberbauen über das Haus? Über die Stadt? Weiß nicht, ist die Superkuppel drin? Ach, sowas gibt's ja. Hydroklang ist zumindest drin, ja. Super. Ja, können wir mal gucken, ob es die Superkuppel gibt. Was, und die würde quasi helfen, sozusagen. Und wieder. Ja, glaub, zu groß, als dass eine ausreichen würde, aber zwei, drei. Okay. Ich meine, wir könnten das ganze Ding auch überdachen. Ja, Lehm können wir unendlich viel kaufen, aber wir brauchen mal eine Million Geld irgendwann. Da müssen wir erstmal hinkommen. Okay, das scheint in die Richtung zu reichen. Jetzt gehen wir nochmal in die. Auch den kleinen wollte ich gar nicht abbauen. So. Jetzt aber. Alter, ohne Witz, guck dir das an. Alter. Guck dir das an. Schade, das an, ey. Das ist alles riesig, ey. Ich brauche nur eine Konstruktion, jetzt brauche ich nur eine Energieleitung. Die holen wir ganz schnell. So, jetzt habe ich die einstecken. Wenn ich jetzt da oben die beiden Häuser anschließe, nicht? Wird das dann bis runter gefördert, der Strom, wenn er zu viel ist? Oder muss ich jetzt nochmal extra eine Leitung zum Akku runterziehen? Wie ist das bei so einem Ringnetz? Also, die Leitungen wissen nicht, was sie machen sollen, aber die Gebäude haben einen Flag, in dem drin steht, dass sie Energie ausgeben dürfen, also an andere verteilen dürfen, oder ob sie nur Energie einbeziehen. Das heißt, wenn in deinem Ringnetz ein Gebäude dazwischen ist, das nur Energie einbezieht, dann ja, geht's halt mal nur bis zu dem Gebäude hin. Und darüber hin. Also muss ich auf jeden Fall noch eine Verbindung von... Oh toll, jetzt hat's doch schon getroffen. Das muss ich schon das erste Mal reparieren. Aber die Frage ist halt, ob du tatsächlich so ein Gebäude dazwischen hast oder ob die alle auch ausgeben dürfen. Das weiß ich nicht, wie Nils das in diesem Pakt hier gebastelt hat. Okay. Na okay, da ich das also nicht so genau weiß, machen wir es einfach so, dass wir jetzt einfach noch... Ich hole noch so ein Ding. Hätte ich auch gleich dran denken können. So. Dann ist aber die nächste Frage, ob ich das jetzt von da aus an den Akku liefern sollte lieber oder an den Energiezähler. Weißt du, wie ich meine? Der Akku geht ja, ist ja verbunden mit dem Energiezähler. Also der Akku wird ja wohl beides dürfen, also... Okay, also bringe ich das zum Akku und dann haben wir den Akku, machen wir den Akku gleichzeitig voll und dann gibt's richtig Schmott vom Energiezähler. So. Energieleitung, jetzt aber los geht's. Zum Akku, so. Oh, der Catch hat aber einen Haufen Klonks hier rumlaufen. Du planst doch irgendwas. Du hast doch was vor. Ja, die Bäume.
Und Danko hat sogar einen Zauberer auch als HD-Klunk. So, Energiesammler angeschlossen. Jetzt ist die Frage. Jetzt können wir ja mal gucken, ob das sich bringt. Das sieht man, man sieht nichts. Man kann tatsächlich gar nicht einsehen, zu wie viel Prozent der gefüllt ist. Aber der Energiezähler, der geht hier ganz schön ab. Aber man sieht hier auch nicht, ob man Strom überputzt oder nicht. Stromrechner wurde bezahlt. Wir haben ja nur 25 gerade. Jetzt habe ich gerade mitgekriegt, ob wir mehr oder weniger gekriegt haben. Und warum ist jetzt der Stromausfall? Das Sägewerk ist ohne Strom, warum das? Na Kackbaum, ey. Scheint keine Sonne. Gibt's ja eigentlich einen Tag-Nacht-Rhythmus? Nein, nö. Sieht nicht so aus. Wer macht hier? Aber man kann es halt nicht sehen, ne? Man kann nicht sehen, wie viel Strom produziert wird. Das ist ein bisschen schade. Oh, hier hat Catch. Catch, hast du hier oben Brücken hingebaut oder hat der Danko die hingezaubert? Ich weiß nicht. Ich habe keinen Zauberklunk. Okay. Also laut dem Akkubild, ne, ist es so, dass der auch wirklich steigen kann, der Akku. Der kann grün voll werden, der Balken. Das Bild. So, jetzt gehen wir ganz kurz mal in die Statistiken. Ich schaue mir mal eben an, wie viel Geld unsere Stadt so verdient. Gucken wir doch mal in die Informationen. Wir haben 64 Einwohner mit einer Arbeitslosigkeit von 81%. Das sind schon ganz schöne Knilche. Okay, jetzt gehen wir mal in Kleve gucken. Wie sieht's aus? Was brauchen die? Was haben die? So, Bedürfnisse. Zufriedenheit 1, Stufe 1, Nahrung benötigt 12, vorhanden 117. Stoff 6, Leder 4 und Salz bin ich. Wir brauchen also Salz, wir brauchen Stoff, wir brauchen Leder. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, was haben wir im Lagerbestand? Oh, super. Scheiße. Wir haben ganz viel Getreide, wir können also Tiere, können wir anbauen. Nein! Was ist los? Wolle haben wir auch. Wir haben ganz viel Wolle. Ich schneide das auf, Holz, denn auch nur, dass es brennt. Ach so, was ist da passiert? Warum brennt dein Fahrstuhl? Hör doch mal auf, immer auf das Photovoltaik-System da oben einzuschlagen. So, wir brauchen also einen Bauernhof. Solarkraftwerk ist im Weg. Solarkraftwerk ist im Weg. Solarkraftwerk ist im Weg. Ich bin runtergefallen. Wie gesagt, du kannst mit der Maus das Gebäude rausziehen, um zu sehen, ob es passt. Ja, das probieren wir jetzt nochmal aus. Das will ich jetzt aber wissen, was du damit meinst. Warte. Ich kann mit der Maus dahin gehen. Das kann ich. Du meinst jetzt, wenn ich jetzt auf Bauen gehe, ja? Hier Bauen aktivieren, dann dein Gebäude suchen, was du willst. Ja, und dann raus. Dann gehst du mit der Maus draufklicken, linksklick und raus. Ah, es würde funktionieren, wenn ich noch ein bisschen Lehm anbringe. Ach, guck dir das mal an. Das sind die richtigen Leistungen. Das könntest du sogar schon bauen. Ja, also wenn das ein Fundament hat, das Teil. Also. Ah, da brauche ich nicht mal Lehm, meinst du? Ja, nee, musst eigentlich nur hochkommen und dich in die Mitte stellen da. Weil der geht immer in die Mitte bei der Baustelle. Also er wird sich halt irgendwo hier hinstellen dann. Ah, okay, das kriegen wir doch hin. Na, dann komme ich doch mal. Hopp. Konntest du jetzt das grüne Haus auch sehen? Nee. Ja, im Stream halt. Okay, du hast also hier rüber geguckt. Okay, so. Ja, aber nicht so. Okay, ich gehe jetzt hier in die Mitte. Jetzt gehen wir da unten rein. Jetzt nehmen wir den Bauernhof hier raus. Und jetzt ziehen wir uns den hier so hin. Aber gerade so. Aber wirklich gerade so.
Und guck mal, wie krass der Bauarbeiter kloppt, wie schnell der das Haus hochzieht, ne? So, jetzt kaufen wir mal Nutztiere. Und hier sehen wir jetzt auch, dass es aufgrund irgendeines Paketes zeigt es auch hier die Tiere nicht an. Okay. Drei Rinder habe ich jetzt mal. Ja, das wird halt der Wipf sein, eins von diesen zweien. Ja. Wipf-Symbol und was das andere ist, keine Ahnung. Jetzt haben wir auch ein paar Hühner haben wir jetzt auch. Okay. Es sollte an Stroh auf keinen Fall mangeln, das müsste gehen. Jetzt haben wir auch Tiere am Start. So, jetzt kommen wir hier mit dem. Und jetzt können wir eigentlich hier schon wieder mit Leben drüber bauen. Alter, ohne Witz. Ey, wie hoch ist denn die Karte? Kommen wir noch höher? Das ist ja... Was haben wir denn hier noch? Was wollt ihr denn hier eigentlich bauen? Das ist zum Teil Schutz für Meteoriten und zum Teil, falls wir mal Schlösser bauen wollen. Na, jetzt auf jeden Fall ist es so, dass Schlösser ja Einwohner mitbringen. Ja, dann lohnt sich sie schon zu bauen. Aber ich habe sie eigentlich gebaut nur als Schutz vor Meteoriten. Okay. Es gibt übrigens ein Gebäude, das noch mehr Einwohner hat als ein Hochhaus. Okay. Man kann die Festung bauen. Ah, okay, und die hat... Die hat noch mehr Einwohner, ja? Ja, aber ich befürchte, sie ist breiter als das Hochhaus. Ich denke, Hochhäuser sind platztechnisch am besten. Da, genau, Kosten, Nutzen, Effizienz. Wir brauchen ja hier wirklich, tatsächlich, das ist ja so, wir brauchen ja hier wirklich viele so eine Häuser, um an den Geldbetrag zu kommen, den wir brauchen, ne? Kommt eigentlich der Vogel her? Habe ich den auch gerade gekauft? Der war schon eher da, oder? Oder ist das eins von meinen gekauften Hühnern? Der Kar, du kannst auch nur mit Kontext bauen, dann brauchst du nicht immer abbrechen mit dem Graben oder so. Okay. Catchy, es hat gerade so geklappt jetzt, war. Ich habe schon gerade Angst gehabt, dass ich uns hier den Zugang zubaue. Hier noch. Dango, du gehst doch immer mit Graben bis an die Kante, ne? Wie funktioniert denn das? Wenn ich einfach graben gehe, hört er an der Kante dann auf, wenn der runterfallen würde? Nee. Okay. Du hast jetzt Jump'n'Run, oder? Ja. Dann musst du halt nur graben drücken und dann kurz links oder rechts. Und dann hört er eigentlich auf. Da musst du halt den richtigen Punkt rausfinden, wo er halt dann nicht mehr runterfällt. Ah, okay, alles klar. Also, der Trick mit dem Graben ist, dein Klonk, also wenn es nicht der Bergarbeiter-Klonk ist, gräbt ja deutlich langsamer, als dass er geht. Ja, das stimmt. Okay, so, das ist das Prinzip dahinter, okay. Nein, ach, jetzt werde ich auch noch runter hier. Brauchen wir vielleicht irgendwann mal einen Lastenaufzug? Brauchen wir eigentlich auch nicht, ne? Ne, brauchen wir nicht. Solange wir noch keine Fahrzeuge haben, die das benötigen. Aber früher oder später, weiß ich nicht, je nachdem, was wir für Fahrzeuge bauen wollen. So, was ich jetzt brauche als nächstes, wir wollen eine Schneiderei. Hier mal eine Schneiderei erforschen. Wuhu! Hallo Holzmann. Der Holzmichel. Was ist das denn hier? Eine goldene Lore? Ja, die steht da, weil sie automatisch Dinge einsammelt. Und dieses Gebäude schmeißt die Dinge halt vor der Haustür raus. Das heißt, die können nicht in eine Lore reinfallen. Ah, okay. Das heißt, die fährt da automatisch hin und sammelt es dann ein, ja? Ja, beziehungsweise die bleibt da stehen und sammelt es ein. Das ist natürlich fetzig. So, wer forscht hier gerade? Ich. Das erkennst du auch an der Farbe vom Forschungslabor links. Ach, weil es orange ist jetzt. Ah, okay. Genau. Es wird auch deine Farbe annehmen, wenn du damit forschst. Also es ist nicht abhängig davon, wer es gebaut hat, sondern wer gerade forscht. Siehst du, das war mir gar nicht so bewusst tatsächlich. Waggon. So, ich erforsche mal schnell ein Gebäude, wenn das okay ist. Und zwar brauchen wir eine Weberei.